Dann habe ich Herrn Warwick. Frage geht ans BMG. Aus den freigeklagten RKI-Protokollen, die ja auch schon am 25. März Thema waren, geht unter anderem hervor, dass das RKI am 24. Februar 2020 intern das Risiko für die Bevölkerung als weiterhin gering einschätzte. Das führt mich zu der Frage, auf welcher Grundlage der BMG-Unterabteilungsleiter für Gesundheitssicherheit, Heiko Rottmann-Krossner, just an demselben Tag beim Treffen im BMG mehreren Staatssekretären des Innenministeriums empfahl, man müsse nun die Wirtschaft lahmlegen und Vorkehrungen für Ausgangssperren von unbestimmter Dauer treffen. Da würde mich, wie gesagt, die Grundlage dieser damaligen Empfehlung interessieren. Wie Sie wissen, das sind interne RKI-Protokolle und die kommentieren wir als BMG grundsätzlich nicht. Gut, mir ging es ja nicht um die RKI-Protokolle, sondern die Aussagen des BMI-Unterstaatssekretärs, aber dann versuche ich es nochmal mit einer anderen Frage. Es wurde ja jetzt auch von Ihrer und ministeriellen Seite mehrfach betont, dass die Verschärfung der Risikobewertung ab 17. März 2020 auf Grundlage des Lockdowns innerhalb des RKIs gefallen sei, nach einer wissenschaftlichen Debatte und nicht wie medial teilweise berichtet durch politische Anweisungen von außen. Vor diesem Hintergrund würde mich wiederum interessieren, wieso es laut den RKI-Anwälten keinerlei Dokumente oder Protokolle gibt, die diese Debatte sozusagen belegen. Da würde mich ebenfalls interessieren, wie das BMG denn erklärt, dass die ihm direkt unterstellte Behörde keinerlei Protokolle vorliegen hat über diese wissenschaftliche Debatte zur Risikoverschärfung. Ich kann es gerne noch mal sagen, es sind interne RKI-Protokolle und zu diesem Thema ist auch alles gesagt, egal wie oft Sie fragen. Herr Blank, das hatte sich erledigt, ja? Richtig. Dann habe ich Herrn Joykwa noch mal.